gerade verlassen. Gute und beunruhigende Nachricht zugleich. Niklas Füllkrug gewinnt immer mehr an Bedeutung und schießt seinen Marktwert gerade nach Deutschlands Sieg gegen Peru in die Höhe. Andererseits eröffnet dies die Möglichkeit, dass der Spieler auf den Transfermarkt geht und Werder verlässt. Was würde es brauchen, um es zu behalten? Lassen Sie uns diese Geschichte jetzt besser verstehen. Aber zuerst, wenn Sie die nächsten Werder-Videos nicht verpassen möchten, abonnieren Sie den Kanal, da wir täglich Updates bringen. Niklas Füllkrug hat seinen Marktwert mit dem Doppelpack für Deutschland im Länderspiel gegen Peru weiter in die Höhe geschossen. Der SV Werder Bremen betont aber, den Nationalspieler nicht abgegeben zu wollen. Clemens Fritz hat darauf verzichtet. Er hat Niklas Füllkrug ganz bewusst keine Nachricht geschrieben, um dem Stürmer zu dessen Doppelpack für Deutschland im Länderspiel gegen Peru zu gratulieren. Nicht, weil sich Fritz nicht für Füllkrug gefreut hätte, das hat er sogar sehr, sondern, weil er dessen Handy nicht überlasten wollte. Das mit den Glückwünschen zu Füllkrugs Länderspieltoren Nummer 4 und 5 will er nun in wenigen Tagen in Bremen nachholen. Und es wird beileibe nicht das einzige sein, was die beiden Männer vom SV Werder Bremen demnächst miteinander zu besprechen haben. Eine Tatsache lässt sich aber noch lange nicht mit den hohen sportlichen Leistungen von Niklas Füllkrug vereinbaren. Ab Sommer verdient der Mittelstürmer weniger Geld beim SV Werder Bremen. Füllkrug muss einen Verlust von rund 20% hinnehmen und reduziert sein Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro auf 2 Millionen Euro. Das heißt, wenn Werder wirklich auch nur die geringste Chance haben will, den Angreifer, dessen Arbeitsportfolio noch bis 2025 läuft, davon zu überzeugen, dass er nicht auf den Transfermarkt wechselt, muss schnellstmöglich nachgebessert werden. Und Werder würde gerne weiter mit Füllkrug zusammenarbeiten. Und du Fan von Werder Bremen? Möchten Sie Niklas Füllkrug auch weiterhin im Team sehen? Sag deine Meinung in den Kommentaren. Sie ist sehr wichtig für Werder. Und denken Sie daran, den Kanal zu abonnieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen.